Anfang am Corner DDM. Bleibe der Plug, so wie USB. Für meine Brüder Free Palestine. Bayerischer Hof und ich maritim. Agro Berlin ist wie 187. An meinem Körper nur Galaxien. Kenne keine mit wie Master P. Habe die Dagibi-Allergie. Verbrenne die Scheine wie Kalorien. In meinem Maybach nur Chalaisie. Was ich trage, Designer. Auf dem Tag mit den Shiner. Hier. Schön, dass ihr da seid, ey, auf dem Sonntag. Ja, ist ja nicht weit weg gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir wohnen ja alle um die Ecke, deswegen. Ah, okay, cool. Alles echte Berliner. Woher kommt ihr gerade? Was macht ihr denn sonst so sonntags? Dürfen wir das sagen hier im Radio? Kommt drauf an, ich weiß es nicht. Ich lag gerade auf der Couch mit einer Dame. Ah, okay. So, und dann hatte ich auch den Termin voll vergessen. Denk mal, dass jetzt normalerweise ist für mich jetzt jeder Tag scheißegal, selbstständig. Wir können aufstehen, schlafen, machen, wie wir wollen. So, und Jali-Album ist Gott sei Dank jetzt fertig. Wir haben hart dran gearbeitet. Ja, sehr geil. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute treffen, oder? Yes, es ist Black Jalils Panther. Album. Es kommt über Maskulin. Yes. Flair ist dein Label-Boss. Aber Black Panther, dein Album, steht erstmal. Kommt am 10.8. Also ich muss sagen, ich finde den Titel sehr cool, Black Panther. Ja. Das nächste Video, was jetzt kommt, bald, dieses Kleinkriminell, wird jetzt wirklich erstmal so die erste Jalil-Solo-Rapper-mäßige Street-Single. Und da wird es auch richtig hart. Bis jetzt war echt nur 99 DMs, war auch ein Song, der aber stand so für sich so ein bisschen. Ja, ja, also es sind alles vielleicht mit noch war jetzt auch Songs eine coole Nummer, weil Summer Jam Bock hatte und wir haben dann echt auch am selben Tag zwei Summer Jam Singles. Ist auch eigentlich nicht so die beste Taktik, da haben die Jungs von Banger Musik auch gesagt, egal, komm, wir pushen uns gegenseitig. War einfach eine geile Nummer jetzt für Spotify. Und mittlerweile ist ja dieser ganze Release-Plan auch ein bisschen wie sagt man, neuer Style. Spotify ist da, Streaming ist da, Radio ist natürlich auch, wird immer zugänglicher. Ist ja nicht so wie damals, dass gar nichts im Radio gespielt wird, was Deutschrap ist. Und deswegen muss alle halt aber auch irgendwie bedienen, ne? Und deswegen haben wir erstmal ein paar Singles rausgehauen, so, und jetzt Baller wie Mike hier. Wie Mike war die erste. Mike war die erste. Aber klubbig, finde ich, trifft es sehr gut. Also so ein dunkler Club-Sound einfach. Ja, ja. Voll. Ich habe gesehen, Flair, dass du zum Beispiel bei Insta gefragt wurdest, was du vom neuen Jalil-Album hältst. Und da war deine Antwort, vielleicht willst du ja deine Antwort hier nochmal selber geben. Beste Album 2018. Ja. Ja. Was macht es für dich so zum besten Album 2018? Es ist einfach ein komplettes Album. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht wie die meisten jetzt gerade also ich bin ja, wie gesagt, mit 90er-Rap aufgewachsen und da war es wirklich so, ein Album musste komplett einfach krass sein. Mhm. 16 Songs, durchproduziert, ein roter Faden, trotzdem noch die Single-Auskopplung für sich, irgendwie Besonderheiten haben. Und das ist halt auch der Anspruch, den wir bei jedem Album haben. Deswegen sind wir auch so müde, weil wir haben wirklich alles gegeben. So. Und der Sound, der Mix, die Vocals, seine Stimme generell, seine Präsenz, er als Typ, der Titel, alles ist einfach ein sehr, sehr gutes Produkt. Und natürlich haben wir jetzt gerade nicht irgendwie diesen Sommer 187-Hype oder den Olexer-Hype oder den, wer war der dritte, Kapital-Hype, weißt du, dass wir einfach Singles droppen und dann ist jetzt hier Halligalli. Aber wir wollen trotzdem zeigen, so, dass wir in Sachen Qualität, gerade wenn du so eine Spotify-Playlist durchgehst, dann hör dir mal bitte die Songs hintereinander an. So. Also da kacken die meisten ab. So. Ich habe jetzt wirklich verglichen, auch soundtechnisch und Lyrics und so. Ich finde, gerade sollte man gerade bei diesem Trap-Mumble-Trend, den wir auch alle mitmachen, den ich auch geil finde, von den Produktionen sowieso, sollte man aber jetzt wirklich langsam mal wieder die Kurve kriegen und geile Lines und immer so ein bisschen... Ignorant ist geil, aber jetzt auch nicht so zu behindert, weil irgendwann nehmen die Leute uns auch nicht mehr ernst, wenn wir nur Scheiße reden. Und deswegen, sein Album ist halt auch lyrisch. Vieles, was heute rauskommt, ist immer sehr kurzlebig. Und mir war das super wichtig, dass das ein Album ist, was die Leute auch noch in einem Jahr oder zwei Jahren hören können. Genauso wie wir das mit Epic gemacht haben, genauso wie er das mit Flizzy gemacht hat oder mit Vibe, was so ein bisschen zeitloser ist. Und ich glaube, ich habe das hingekriegt mit dem Album, endlich mal ein Album zu machen, wo man so 15 Songs hat, die zeitlos sind und wo du wirklich auch so das Gefühl hast, dass du für jede Phase irgendwie was hast und dass trotzdem alles zusammen interagiert. Aber hast du dir irgendwie jemals die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn es dir damals einfach nicht passiert wäre, ob du heute hier als safe Rapper NBA sitzen würdest? Wäre safe NBA gewesen. Also, ja, vielleicht hättet ihr euch dann gar nicht kennengelernt, oder? Ah doch, wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns schon länger als... Wir kennen schon länger, auf jeden Fall. Ich bin ein paar Jahre älter als er, das heißt, in der Jugendzeit, in der Kindheit haben wir nicht so viel miteinander zu tun gehabt, aber wir waren halt Nachbarn, ja. Ja, okay, und, so aus der gleichen Siedlung. Genau. Und er ist auch ein bisschen älter als ich. Also, ich bin schon alt. Aber wie musikalisch warst du da zum Beispiel schon zu der Zeit, als ihr euch kennengelernt habt? Boah, das muss man Flair auch hoch anrechnen. Ich war musikalisch auf jeden Fall nicht auf dem Level, auf dem ich heute bin. Und er hat trotzdem immer an mich geglaubt. Also für ihn war das wichtig, dass so die Authentizität da war, dass er gesehen hat, hey, das ist jemand, der kommt aus der Ecke, wo ich herkomme. Der hat ein gewisses Talent, der hat eine Stimme und den kann man formen. Und er hat schon damals so dran geglaubt. Und ich war damals ein bisschen wilder unterwegs, war ein kleiner Hitzkopf auch manchmal und so ein bisschen verrückter unterwegs. Und deswegen hat sich das dann mit der Zeit auch so ein bisschen verlaufen über die Jahre.
Aber nach all den Jahren hat man wieder zueinander gefunden und somit ist das jetzt heute auch so entstanden. Und das ist schon gut. Also wie gesagt, er hat damals an mich geglaubt und ich glaube jetzt umso mehr, weil er gesehen hat, hey, der hat trotzdem weitergearbeitet, gemacht, getan. Und deshalb ist das schon ein guter Vorteil für mich gewesen. Hättest du eigentlich Ausschau so nach neuen Künstlern, so wie es zum Beispiel Kollege Bushido, der jetzt zum Beispiel Kapi gesigned hat, wäre so ein Kapital zum Beispiel was für dich gewesen? Natürlich ist Kapital ein Riesenthema für mich als jemand, der ein Label hat, weil er halt super erfolgreich ist. Aber ich glaube nicht, dass ich mir dieses Persönliche wegdenken könnte. Also weißt du, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht mit jemandem im Studio sein, wo ich mir dann denke, okay, ich bin jetzt nur mit dem, ich will den jetzt nichts unterstellen, dass es jetzt aus den Gründen ist. Aber ich könnte nicht so eine Zweckbeziehung führen, weil das ist als Rapper, mit einem anderen Rapper bist du wirklich sehr eng. Aber Kapital ist ja auch ein Charakter. So. Den musst du auch im Griff haben, Alter. Der wird auch bei Bushido beim Label, die werden auf jeden Fall arbeiten mit dem so. Aber wie gesagt, die Mucke stimmt, die Konstellation ist ja auch irgendwie cool, weißt du, so ein alter Hase mit so einem ganz neuen. Ich bin gespannt, wie es läuft, auf jeden Fall, ist krass. Was für Nachrichten bekommt ihr denn so in der Regel? Wie gesagt, dürfen wir das im Radio sagen, das ist die Frage. Vielleicht könnt ihr eure letzte Nachricht einfach mal vorlesen. Okay, warte, ich geh mal rein. Also meine letzte Nachricht ist, Gizem hat dich in ihrer Story erwähnt. Ah, okay. Ja, Jalil, ich habe dich in meiner Story erwähnt. Also. Das, was am meisten raussticht, sind Leute, die sagen, ich rappe auch, willst du mich sein? Stimmt. Das ist so krass nervig in letzter Zeit. Und weißt du, was immer schlimmer. Die neueste Masche, das ist das Krasseste, Frauen, die hübsch sind, schreiben mich an. Sagen so, hey, alles klar, wie geht's dir, alles gut, hier und da, bam, 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 bam. Dann schreiben die. Und dann auf einmal ist die nächste Nachricht, ey, kannst du mal kurz hier das Lied checken, das gehört meinem Kumpel oder dies und das, bla bla bla. So Typen schicken ihre Freundinnen vor. Ach, du Scheiße. Aus ihrer Beziehung und sagen so, Club, wenn die nicht reinkommen. So, ja, guck mal, schreib mal den Rapper für mich an, Schatz, dass der mal meine Musik hört und dann kann er mal checken und so, so krass. Macht ihr das? Also hört ihr euch was an? Gerade du vielleicht als Labelboss Flair? Also, nein, ich höre mir nichts. Ich kann nicht mehr. Mhm. Alleine wenn Freitag Spotify-Playlist rauskommt, höre ich mir nicht alles an. Aber jemand, der unbedingt bei Maskulin gesigned werden möchte zum Beispiel. Wie kommt der an Flair ran? Ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir die Fotos von den Leuten an und wie das Auftreten von den Leuten ist. Und ob ich das Gefühl habe, dass das jemand ist, der so etwas ausstrahlt und eine Persönlichkeit ausstrahlt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das jemand ist, der was drauf haben könnte, dann höre ich mir das an. Aber ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch keinen gehört, wo ich gedacht habe, okay, krass, der ist brutal oder weißt du, der hat irgendwie krasses Talent oder so. Was schade ist. Ich glaube, es gibt nämlich super viele, weil sonst würden nicht so viele neue Rapper rauskommen. Aber die sind alle zu cool, um sich bei anderen Rappern zu melden. Ich meine, es ist schön, dass die Leute das probieren und dass sie da hinterher sind und so. Aber ey, einfach selber weitermachen, sich selber was aufbauen. Also bringt das nichts, wenn man euch dann irgendwelche Links reinknallt in die Nachrichten? Nee, man soll das auch nicht voreilig machen. Also mein Tipp an die Leute ist, sei nicht voreilig. So, wenn du, weißt du, auch die Produzenten und so, dann mach dein Handwerk so gut, dass du das Gefühl hast, okay, du kannst mit dem mithalten, was wir machen, so vom Sound her und so, von der Soundästhetik und dann schick das. Aber mach das nicht voreilig, so von wegen, ich mache jetzt seit 3 Monaten Beats, jetzt schicke ich dem mal einen Beat. Auch die Leute, die mit uns jetzt arbeiten, auch viele Produzenten, die kommen auch durchs Internet. So, weißt du, was ich meine? Auch unsere Hausproduzenten und so. Das sind auch Leute, die haben wir alle übers Internet kennengelernt. So. Und die haben es ja auch geschafft, die Qualität am Mann zu bringen, dass man sagt, okay, krass, mit denen kann man arbeiten und die haben eine krasse Qualität. Es war auch bei Symes war es auch genauso. Symes war auch nicht jemand, der mir ein Beat geschickt hat und ich meinte, der Beat ist geil von der Art, wie er gebaut ist, sondern es war der Sound, wo ich gemerkt habe, okay, der hat das Verständnis dafür. Jalil, gestern war auch bei dir so ein bisschen, ich rolle mit meinem Besten in Kreuzberg, ne? In Kreuzberg, wir waren mitten in der Eiderbertstraße und haben Kleinkriminell gedreht. Deine neue Single, wann kommt die? 3. August. Und es war ziemlich lustig, weil wir hatten keine Drehgenehmigung und wir haben dann da mitten auf der Straße gedreht, haben so richtige Scheinwerfer oben aufgestellt und dann sollten die Jungs quasi mit Skimasken und so den Späti überfallen. Oh. Und dann kamen Polizisten und die haben es nicht geplant, so, die wussten nicht, was da passiert. Und der Klassiker sah im ersten Moment bestimmt krass aus. Die haben so Schock gekriegt, so ja, die ganzen Leute da. Und auf einmal steht da so ein Polizeiwagen und dann ist einer von meinen Jungs hingegangen so, und die so, ja, was macht ihr hier? Die so, ja, wir drehen ein Video und bla. Ja, was für ein Video? Ja, ein Musikvideo. Ja, Drehgenehmigung, wollen wir sofort sehen. Und die Jungs von mir so, ja, wir wollen nur kurz drehen, so 10 Minuten. Und die so, ja, ich will die Drehgenehmigung. Die Jungs so, ja, die ist hinten irgendwo und wir müssen den Künstler mal fragen, wo die ist und so. Und dann sagen die so, ja, wer ist denn der Künstler? Und er so, ja, Jalil. Und dann sagt sie auf einmal so, ah, okay, krass, der ist mit meiner großen Schwester befreundet. Hol ihn mal zum Auto. Ja, beste. So, dann bin ich zum Auto rübergelaufen. Alles klar, wie geht's dir? Und so, bla. Sie so, ey, alles gut. Wie lange dreht ihr noch? Ich so, ja, bestimmt so noch eine halbe Stunde oder so. Sie so, ja, okay, ich gucke auf die Uhr. Wenn die aber nochmal anrufen, müsst ihr abbrechen und so. Also bitte hier nicht zu laut sein. Ich so, hey, kein Ding. Dann ist sie weggefahren. Dann kam nach 20 Minuten die nächste Streife. 3 Polizistinnen und die standen dann auch zu dritt. Und die so, ja, was macht ihr? Und so, die haben voll den Schock gekriegt. Wir so, ja, wir drehen ein Video. Und sie so, ja, glaube ich euch nicht. Wer ist denn der Künstler? Und dann kam ich gerade angelaufen. Ich so, ja, ich bin der Künstler. Sie so, ja, wie heißt du denn? Und voll skeptisch. Ich so, ja, Jalil.
dann hat sie so gegoogelt, sie so, ah, Tatsache, du machst wirklich Musik. Ja, machst du auch Dancehall-Musik? Ich fange so zu lachen. Ich sage, nein, ich mache keinen Dancehall. Aber guck mal da unten, da ist 99 DMs, kannst du anmachen. Dann hat sie angefangen, den Song abzuspielen. Und auf einmal hat sie in der Uniform getanzt so, und hat so Dings, ist voll abgegangen auf dem Song. So. Meine ganzen hätte man Jungs, doch auch so einen kleinen Part mit in den Clip drin nehmen können, oder? Ich wollte erst filmen, aber du weißt ja, wie das in letzter Zeit ist, wenn du die Polizisten filmst oder es nicht erlaubt ist oder die sich das drehen, dass es nicht erlaubt ist, hast du auf einmal riesen Geldstrafen von 10.000, 15.000 Euro, weil du einen Polizisten unerlaubt ins Internet gestellt hast. Deshalb wollte ich mir das Ganze nicht antun, aber es war so lustig und irritierend für die ganzen Jungs, die drumherum standen. Weil die von der Ferne so geguckt haben, so dachten, boah, Absturz, Alter, schon wieder Polizei. Und auf einmal fängt sie an zu tanzen und macht da so voll die Moves. Und ich guck sie an, ich guck so meine Jungs an und meine ganzen Jungs irritiert so. Die so, hey, was passiert hier? Ich so, keine Ahnung. Und sie so, hey, ist voll geil. Und so, hey, dreh mal noch 15 Minuten, aber dann ist vorbei. Ich so, Jackpot, kein Problem. Dann haben wir das ganze Ding noch abgedreht. Dann war und Eisenkasten. So ja, Gott sei Dank. Beste. Alles auf unserer Seite gewesen. Also am 10.8. kommt Black Panther, dein neues Album, raus. Yes. Wie viel an Arbeit muss denn noch getan werden jetzt so kurz davor? Das Album an sich ist fertig. Jetzt geht es eigentlich nur noch um Radiopromo, deswegen sind wir heute da, um ein paar Interviews, die noch gemacht werden. Also jetzt ist so eigentlich die Arbeit, die jetzt noch neben dem Album stattfindet und natürlich der letzte Videodreh. Mal gucken, ob wir nachdem das Album raus ist, noch ein Video raushauen, vielleicht so ein Street-Ding. Aber jetzt erstmal ist wirklich nur geplant, so die Basis zu machen. Ist ja auch alles teuer genug, wenn man Qualität haben will. Wollen wir mal die Features aufzählen? Yes, gerne. Also Flair ist klar, Remo, Summer Jam, Oleg Sesh. Ja, Frankfurt. MO030. Yes, Berlin. Und Sido. Sido ist mit drauf. Sido ist genau. Auch mit drauf, ja. Mike Singer. Fand ich auch eine interessante Kombi. Finde ich gar nicht. Ich finde es voll albern. So, dass die du sagst wahrscheinlich einfach nur interessant, weil das zwei verschiedene Sachen sind. Ja, genau. Und dann voll viele halbstarke Jugendliche dann auf Facebook, Mike Singer, volles Opfer, ich höre jetzt keinen Rap mehr von euch, weil ihr macht mit Opfermusik. Nö, so war das ja nicht gemeint. Nee, ich sage jetzt nicht, dass du das so gemeint hast. Ich meine, genau. Es gibt dann immer so gerade die Typen, so, die dann halt irgendwie so... sich darüber aufregen und so, und das ist voll... Guck mal, vor zwei Tagen war ich auch bei Mortel, der hat so ein Minikonzert in Berlin gehabt. Und da waren auch so voll viele Jungs da und dann auch aus Berlin und so drumrum. Und dann haben wir auch so ein bisschen was vom Album gehört. Und da meinte auch einer von denen so, hey, ja, Mike Singer und so, du hast den auf dem Album und so, warum machst du mit dem Musik, was das und so, lass mich mal kurz den Song hören. Und er war halt schon so voll auf Anti. Ich so, ja, kein Ding. Dann habe ich denen den Song gezeigt und er hört den. Und er hörte so die Hook. Er so, krass, der ist ja voll geil, der Song. Ich sage, ach was. Denkst du, ich nehme Mike Singer auf mein Album und mache einen Popsong mit ihm oder was? Er so, ja, aber ich habe was ganz anderes erwartet wegen Mike Singer. Ich so, ja, aber erwarte doch nicht Mike Singer Musik wegen dem Namen so. Weißt du, was ich meine? Wenn Mike Singer auf mein Album kommt, dann passt er sich ja mir an. Man muss auch mal bei den Tellerrand schauen. So. Weißt vor allem was Mike Singer hat mehr Eier bewiesen als viele andere Rapper. So. Ja, der hat sein Wort gehalten. Er meinte, die Leute hinter ihm auch, das Label und so, die sind auch nicht die sagen dann auch, was willst du mit so einem bescheuerten Rapper? Mhm. Da sind auch dann wieder diese Gegensätze. Und der hat aber auch das Ding durchgedrückt, meinte, nein, ich finde das cool, ich mache das. Hat abgeliefert, hat sein Wort gehalten. Und viele andere krasse Rapper, die man gerade so kennt, haben es nicht gemacht. Die haben erst gesagt, ja, wir sind dabei und dann haben sie Schwanz eingezogen oder hatten irgendwelche Gründe dafür so und deswegen, der Typ hat sein Wort gehalten, das ist für mich ein Mann. Also ich hätte auch nie damit gerechnet, dass er diesen Song macht, so auch von der Thematik. Ich hatte so die Idee, dann habe ich den Song nochmal so ein bisschen umgeschrieben, habe ihn den rübergeschickt und dachte dann eher, auch sein Manager meinte dann auch so, ey, hast du vielleicht doch einen anderen Song, der so ein bisschen in eine andere Richtung geht? Ich so, ja, kein Ding. Und dann hat er mir auf einmal 20 Minuten später geschrieben, meinte, ey, Mike hat den Song gehört, der feiert den übertrieben, der macht den. Geil. Ich so, okay, cool. Und dann hat Mike mir nochmal persönlich geschrieben, meinte, ey, Dicker, ich feiere den Song übertrieben und bla, hat sich voll gefreut, meinte, ich mach unbedingt die Hook und so, ich mach das Ding fertig. Und dann hat er das auch innerhalb von anderthalb bis zwei Wochen direkt durchgezogen, hat mir die Hook geschickt, hat mir die Daten geschickt, hat sich extrem gefreut, so, wir haben das ganze Ding fertig gehabt, wir haben den Song in dem Zeitfenster auch fertig machen können. Die Jungs haben ja auch super viel gerade um die Ohren, aber trotzdem, dass sie sich nochmal eine Auszeit genommen haben, um mich zu supporten, zeigt mir einfach, dass das denen auch wichtig war und die haben sich auch extrem gefreut. Also die schreiben mir auch regelmäßig so. Also Props an Mike Singer. Ja, safe. Auf jeden Fall. Es gibt eine Doku von dir, ja. Was ich sehr witzig fand, da hast du zum Beispiel erzählt, wie du zu Rap gekommen bist und als du so deine ersten Rap-Texte geschrieben hast, dass es auch ganz gut bei den Mädels ankam, dass du einfach mal so selbstgeschriebene Texte dann auch mal so einen Rucksack bei denen reingesteckt hast. Ich hatte damals so einen kleinen Körper und so riesen Ohren und so einen riesen Kopf. Ich bin du Gott hast sei Dank einen kleinen Körper, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, voll. Wie groß bist du jetzt aktuell? 1,96. Wow. Ich war voll klein, ich bin mit 15, 16 so, bin ich auf einmal, habe ich so einen Riesenschuss gemacht. Ah, okay. War ich in Amerika 6 Wochen, ich kam zurück, war irgendwie 6 Wochen nur in der Sonne. Die haben dir was mit Essen getan, auf einmal bin ich so groß geworden, meine Mutter ist am Flughafen an mir vorbeigelaufen, die hat mich nicht erkannt.
Ich war so dunkel, ich sag so, hey Mama, sie so, Gott, was ist das für ein Afrikaner neben mir? Ich so, ich bin sein Sohn, sie hat zu Schock gekriegt. Du hast zu viel Mountain Dew und zu viel Dunkin' Donuts und zu viel, da bei denen im Essen ist so. Ja, sowieso. Wachstumshormone, mein Vater hat allerdings Anabolika gegeben, Pferdehormone. Also Pascal N94 fragt bei Insta, schöne Grüße an dieser Stelle an dich, was steht bei Maskulin für 2019 an? Boah, lass mich mal in Ruhe 2019. Neues Flair-Album, neues Jalil-Album. Die Tour, ne? Die Tour kommt noch, genau. Und ja, Tickets vorbestellen jetzt, ne? Ganz wichtig. Und haben wir auch einen Trailer rausgehauen auf dem Instagram-Profil von uns. Und ich habe natürlich schon was geplant, aber das ist jetzt alles noch zu früh, um darüber zu reden. Ja. Wie heißt dieser Spruch? Wenn ich übers Wasser gehen könnte, würden die sagen, ich mache es, weil ich nicht schwimmen kann. Bild gepostet jetzt vor 2 Tagen, da stehe ich mit meiner neuen Kette und meiner neuen Uhr und meinem neuen Louis Vuitton-T-Shirt vor dem Auto von deinem Auto, glaube ich. Ne? Mhm. Ich bin ja so ein richtiger Klamotten-Psychopath, also ich kaufe mir immer das Teuerste, das Neueste. Ich mache eigentlich nur Musik für Klamotten kaufen. Da kommt echt so ein Typ und ich dachte echt, das Foto, da kann man nichts meckern. Der Typ hat einfach abgeliefert. Boah, was für ein Outfit. Und dann kommt so ein Typ und schreibt, ja, dieses Louis Vuitton-T-Shirt ist doch fake. Mm. Das war vor 5 Jahren, in wo K1 sowas getragen hat. Aber du nimmst es dann so persönlich, also dass du denkst, oh, ich muss dem jetzt antworten. Ja, ich habe Persönlichkeit, darum nehme ich alles persönlich, klar. Ich nehme es persönlich. Wenn die Leute mir was, also wenn ich höre oder wenn ich lese, dass jemand so dumm einfach ist, dann versuche ich immer zu ergründen, was für Gedankengänge finden da im Kopf statt, dass der auf so eine behinderte Sache kommt. Vor allem das Lustige ist, er hat Spaß daran, das ist ja das Schlimme. Ne? Das Ding ist, die Leute denken, dass er zu Hause sitzt und so wütend ist und sich aufregt, aber er lacht, er läuft und er lacht und er sagt, beste Leben, Dicker, Alter, ich feiere das. Und die Leute denken, aber er ist sauer. Ich freue mich auch, wenn ich herausfinde, warum jemand auf so eine Kacke kommt. Also wenn ich jetzt, weißt du, irgendjemand sagt, was und der hat einen anderen Geschmack. Gab's schon mal sowas, dass du es rausgefunden hast? Warum? Also zum Beispiel? Nee, ich glaube halt einfach, dass die Leute, die kommentieren, die kommen aus einer ganz anderen Welt. Mhm. Die verstehen gerade gar nicht, was das alles soll. Also im Jahr 2018 redest du mit einem Berliner Rapper und sagst ihm, sein Shirt ist gefaked. Da kannst du auch gleich zu mir sagen, fick dein Leben. Oder fick, sorry, darf man nicht sagen. Kannst du mich gleich beleidigen mit Ausdrücken. Ja, das ist für mich genau dasselbe. Deswegen, aber es ist für viele schwer zu verstehen, warum das für einen Rapper dasselbe ist, ne? Quecksilber fragt bei Insta, kommt mal was mit Raf Camora, sowohl mit Jalil oder mit Flair oder halt mit euch dreien irgendwie zusammen? Soll er Raf Camora fragen? Ist der neue Vertriebsdeal von Maskulin mit Universal nur für das nächste Flair-Album Colucci oder ist es eine langfristige Kollaboration? Schöne Grüße aus der Schweiz. Da ist jemand gut informiert. Da ist jemand gut informiert und will ja richtig was wissen. Nee, ist erstmal nur für ein Album. Und bei Universal und mir ist es so ein bisschen eine Sache mit Vertrauen und Geld. Das heißt, ich kenne da die Leute schon lange, es sind gute Freunde von mir mittlerweile und wenn die mir dann Sachen zusagen, dann glaube ich denen, sonst wäre ich auch nicht von Groove Attack jetzt für ein Album weg, weil Groove Attack ist der Vertrieb, wo wir gerade noch das Jalil-Album rausbringen und die sind auch sehr, 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 sehr loyale, treue Partner seit Agro-Berlin-Zeiten, wir kennen die auch seit 15 Jahren. Und wenn man dann da schon mal so einen Step macht zu einer anderen Firma, dann muss das schon einen triftigen Grund haben. Also einen guten Vorschuss gab es ja schon, ne? Von Universal? Ich weiß nicht, was du gehört hast. Ich habe nur bei Insta was gesehen, dass ihr ein bisschen shoppen wart. Ach so? Oder? Ja, aber wir gehen auch so viel shoppen. Ja, stimmt. Ja. Wer viel arbeitet, guter Freund sagte mal, guter Kumpel von mir sagte mal zu mir, Flair nicht nur Geld verdienen, muss auch mal raushauen. Hat er recht. Und zwar fragt Toolguy 66, wann kommt endlich mal ein Track von Flair und Shindy? Musst du Shindy fragen. Ich hab schon einen Track mit Shindy gemacht. Wann kommt endlich wieder einmal ein Track von Flair und Shindy? Shindy ist gerade so ein bisschen untergetaucht. Ja. Gerade weiß keiner, wo Shindy ist. Ich habe keine Nummer mehr von Shindy. Ich habe auch gehört, er hat ein bisschen Probleme mit seinem alten Label. Also du hast keinen Kontakt zu Shindy? Nein. Mhm. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil er halt... Der hat ja auch online alles abgemeldet. Ja, genau, er hat online alles abgezeichnet. Ja. Keiner hat Kontakt zu ihm so. Aber wenn ich Kontakt hätte, würde ich auf jeden Fall sehr viel Initiative da reinstecken, um was mit ihm zu machen. Weil der Typ ist einfach einer der krassesten jemals im Deutschrap. Und safe, 100%. Habt ihr mit Bushido oder mit irgendjemandem vom aktuellen EGJ-Camp was zu tun? Nee, weil das EGJ-Camp ja nicht mehr dasselbe ist. Derjenige, der zu mir nett ist, zu dem bin ich auch nett. PA Sports hat jetzt so einen Diss-Track gemacht gegen Casey. Mhm. Da könnte Bushido morgen so einen 20-Minuten-Song gegen mich machen. Da würde ich schreiben, Sonne, hast du gut gemacht? Der letzte gute Diss-Track, den ich kannte, war der von Kool Savas gegen Echo Fresh. Und danach war vorbei. Und in Berlin war es das noch nie. In Berlin, wenn einer gekommen wäre und gesagt hätte, du Hurensohn, ich battle dich mit Punchlines und hat dann einen Stich bekommen. Also wirklich bei aller Liebe jetzt. Ist doch immer Rapper gegen Rapper. Lass doch mal, wenn einer einen Diss-Track machen würde gegen, wie heißt die Dame, die gerade gesungen hat?
Die Vanessa Mai? Ja, macht Diss-Track gegen Vanessa Mai, weil die ist nicht aus dem Rap. Oder macht Diss-Track gegen irgendjemand, der nicht aus dem Rap kommt. Dann finde ich es wieder cool so. Aber der Rap-Kosmos in sich, warum diesen Scheiß, weißt du? Bringt ja auch nichts. Ich finde, wir sollten... Ich bin's, Jalil. Hallo. Ich dachte, ich lese dir noch ein paar Fanfragen vor. Ne? Nein, ich bin der Einzige, der bei Flair sein darf. Dann. Ey, was los? Neues Signing? Hatten wir doch schon die Frage, oder? Genau, also das haben wir sogar auch ein bisschen, ne? Wenn uns einer beeindruckt, dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Aber dann wird das schon kommen. Ja. Jalil, von dir möchte jemand wissen, mit wem würdest du am liebsten ein Feature machen? Mit wem würdet ihr am liebsten ein Feature machen? Boah, in Deutschland fällt mir jetzt keiner ein. Ich habe auch noch alle auf meinem Album, die ich drauf haben wollte. International gerade irgendwie jemand von A$AP Ferg oder A$AP Rocky oder so. Mhm. Oder ich weiß nicht, wen gibt's noch? Nipsey Hussle auch oder YG oder so. Hätte ich voll Bock drauf. Ja, aber hattest du nicht mal irgendwie so Top 5, was du als Newcomer auf jeden Fall nicht machen solltest? Zum Beispiel, bitte nicht zu viel ein auf YouTube-Klicks. War das nicht von dir? Stimmt, die Scheiße. Das fand ich richtig gut. Das waren so 5 Tipps für Newcomer. So, hast du spontan so kurze, knappe Tipps, die dir einfallen würden? Denk nicht, dass du der nächste Travis Scott bist. Das ist schon Rin. Denk nicht, dass ihr die nächsten Migos seid. Das ist schon UFO. Lange Rede, kurzer Sinn. Den aktuellen Zeitgeist von den Produktionen und so zu catchen, machen wir ja auch. Ist geil. Aber halt dieses, eine eigene Identität, so einen eigenen Vibe, so ist so ein bisschen wichtig, weißt du? Also wenn du in der Uni-Arbeit irgendwelchen Leuten erklären müsstest, warum ein Rapper erfolgreich ist, dann ist es Authentizität, Loyalität und Lokalität. Das heißt, du kannst jetzt mit irgendeine erfolgreiche Gruppe sagen, 187 zum Beispiel, die kommen aus Hamburg, die sind eine Gruppe und die sind authentisch. Maskulin sind eine Gruppe, loyal, authentisch. Das heißt, es gibt im Rap halt die Attribute, die man halt im Pop nicht hat. Sonst wäre Rap auch nur Popmusik. Das heißt, wenn dann ein Alex Hash mit dieser, wie heißt die Schlange? Vanessa Mai. Das, was sie unterscheidet, ist nicht, dass die eine Frau ist und singt und er rappt, sondern er ist authentisch. Sie ist einfach, die kannst du austauschen. Bei aller Liebe. Du kannst jetzt eine andere Schlagertante nehmen und die kann genau dasselbe singen. Aber er, das ist ja das, was Rap vom Pop unterscheidet. Und darauf sollten alle Newcomer Wert legen. Find dein Ding und zieh durch. Fertig. Voll. Ja. Danke schon, dass ihr da wart. Ja, voll gerne. Also wie gesagt, 10. August. 10.8. Black Panther. Es sind noch 3-4 Wochen, bis das Album kommt. Dritte Achte kommt. Kleinkriminell Video. Wann? Dritter Achter. Wird das erste richtige Solo-Jalil-Video-Single-Ding so. Da geht's richtig zur Sache. Also wer irgendwie eine Einschätzung haben will, wieso das Album ist, dann müsst ihr euch das Video reinziehen. Yes. Cool. Genau, und im September geht's auf Tour, ne? Wir sind auf Epic Tour, endlich. Die wurde auch dreimal verschoben. 3 verschiedene Booking-Agenturen mussten sich da bewerben oder mussten sich da reinarbeiten. Jetzt haben wir es geschafft. Und eine wichtige Sache noch, am 10.8. haben wir in Prince Charles in Berlin die Black Panther Release Party. Da wird es nochmal richtig abgehen, da werde ich das Album auch performen und da kommt auf jeden Fall vorbei, da wir ja gerade im Radiosender in Berlin sind. 10.8. zum Album Release Prince Charles, Black Prince, Black Panther Release Party, wird auf jeden Fall knallen, wird richtig gut. Geil. Yeah. Schön, dass ihr da wart. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, danke sehr, mir auch. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Und die jetzt noch dranbleiben, Freunde, UFO 361 und Loredana habe ich gleich für euch. Yeah.